Guten Abend, ihr Lieben. Ich sitze hier mit der wunderschönen Claudia Anders and the star of the evening, Thomas Anders. Warum ist er heute unser Star? Weil das neue Buch Modern Cooking kommt jetzt raus, ist schon jetzt raus. Und ja, heute war unsere große Launch Party. Ja, so. Ja, es war großartig. Es war großartig. Thomas, wir wollen wissen, woher kam diese Idee? Cooking, Modern Cooking, was bedeutet das für dich? Also Cooking, das heißt Kochen, bedeutet sehr viel für mich, weil es einfach entspannend ist. Ich liebe es zu kochen. Es ist wirklich etwas, was ich neben meiner Leidenschaft mit der Musik sehr gerne zu Hause mache. Familie bekochen, Freunde bekochen. Vielleicht auch dich kommst mal zu uns. Sehr gerne. Und dann koche ich etwas Tolles aus meinem Kochbuch. Es bringt mich runter, es macht mich einfach... wie soll ich sagen, down to earth, bringt einfach für mich eine totale Entspannung. Und irgendwann kam diese Idee mit dem Kochbuch. Der Verleger Ralf Renzel und ich, wir kennen uns seit mehreren Jahren und wir kochen immer so gegenseitig, bis er irgendwann sagte, das machst du so großartig, ich mache mit dir ein Kochbuch. Ich dachte zuerst, er spinnt. Das meint er nicht ernst. Und jetzt ist es da. Jetzt ist das Kochbuch da. Perfekt. Oh, wir freuen uns sehr. Und was ist dein Lieblingsrezept? Alle. Alle? Nein, man darf nur, aber best Lieblingsrezept. Okay. Also, fangen wir mal an. Es gibt mehrere. Sag mal so, ich liebe dieses Mango-Avocado-Tartar mit gebratener Garnele. Mhm. Das hatten wir heute. Das haben wir heute gehabt. Ja. So gut. Ich kann das nur empfehlen. Und es war ganz nah dran, wie ich finde. Auch, also wir hatten auf Ibiza ein ähnliches Event und da wurde es zeitweise anders interpretiert, so die jetzt. Ja, aber das heute war ganz großartig. Heute war es genau näher dran. Dann mag ich, was ganz Tolles im Kochbuch, das ist der Burger mit Gin Tonic Kraut. Nein! Ja. Oh wow, das muss ich probieren. Das ist wirklich toll, ich kann es erklären, das ist wirklich Weißkohl, Coleslaw. Coleslaw, ja. Und der muss ja geknetet werden, weil der sehr fest in der Konsistenz ist. Mhm. Und der wird dann wirklich über Nacht, nimmt man einige Wacholderbeeren, Wacholder ist ja die Ingredienz von Gin. Das heißt also, ist auf Wacholderbasis immer destilliert. Wow. Und es wird dann zermörsert und dann wird das mit dem Kraut und Tonic über Nacht eingeweicht. Wow. Und das mit Avocado und dem Gin-Tonic-Kraut, Bombe, sage ich nur. Und ich mag von den Desserts, hatten wir heute auch das Mango-Sorbet. Das hat hervorragend geschmeckt. Das war super lecker. Super. Und, Gallia, ich meine, ein Kompliment an deine Heimat. Es ist eine New York Cheesecake. Nice! Ja. Ja. Ja, sehr gut. Danke. Und, okay, die Frage ist, wer kocht zu Hause mehr und besser? Ich glaube, das ist eine rhetorische Frage. Ich glaube, das ist mittlerweile ein offenes Geheimnis, dass bei Familie Anders überwiegend der Mann kocht. Es liegt ihm an. Ich habe die Geduld einfach nicht. Also ich kaufe gerne ein oder mache eine schöne Tischdeko, aber was nützt der schönste Teller und die schönste Tischdeko, wenn nichts auf dem Teller ist? Also deshalb ist das schon toll. Und ich finde Kochen für Männer inzwischen auch sehr sexy. Also es gibt immer mehr Männer, die kochen. Und ja, ich stehe zu Hause immer einfach nur im Tanga. Ja. Und singst du beim Kochen? Kopfkino, stopp. Nein, ich singe nicht beim Kochen. Es ist wirklich. Du singst nicht beim Kochen? Nein, ich singe auch nicht unter der Dusche, Kali. Aber es ist wirklich, ist ganz klar. Jetzt meine Blase geplatzt. Ja, tut mir leid. aber das Kochen ist wirklich etwas, in dem Moment denke ich überhaupt nicht an Musik. Okay. Ich komme mal wirklich runter. Okay. Ich bin wirklich weg von allem. Und ich kann wirklich Abstand nehmen von meinem Business. It's your meditation. Exactly. It's your yoga. Yeah. Cooking is your yoga. Cooking is your yoga. For sure. Yeah, verstehe. To bring it to the point. Yeah. Yeah. Ich wollte ihn tatsächlich mal zum Yoga überreden. Und er hat sich totgelacht. Also er sagte, bitte lass mich mit Yoga. Hier, es fängt schon wieder an zu jucken. Ja, es fängt schon wieder an zu jucken. Genau, die Bühne ist mein Yoga. Ja. Aber das hat sich eigentlich seit dem Kochbuch geändert. Cooking is my yoga. Cooking is my yoga, the name of the new book. Ja. Sehr schön. Und was könntest du unsere
so Fans und Followers Tipps geben, wenn man zum Beispiel Angst hat, wenn man nicht so gut kocht, man will einfach anfangen, ist das, hier steht einfach lecker anders. Ist das, sind die Rezepte einfach? Kann jeder das machen? Ja, also ich sage grundsätzlich, kann das jeder machen. Es gibt ganz, 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 ganz einfache Rezepte. Mhm. Aber es ist wie immer im Leben, es geht über Ausprobieren und Üben. Einfach machen. Machen. Und was soll Schlimmes passieren? Ja. Also ich habe wirklich ganz einfache Sachen dabei, die liebe ich auch. Das sind meine gebackenen Salzmandeln. Okay, weil das ist ein Snack, also nicht wie Chips zu Hause oder sowas, was alles mit Geschmacksverstärker und mit Haltbarkeitsstoffen gemacht ist. Jeder kennt ein Eiweiß. Jeder weiß, mit dem Mixer kann ich Eiweiß aufschlagen. Mhm. Ich nehme ein Eiweiß, schlage es auf, mache Salz rein, vielleicht ein bisschen Paprika, Rauchpaprika und nehme einfach einen Beutel Mandeln. Rühre es durch auf ein Backblech, Backpapier, 180 Grad, 20 Minuten. Und was kommt raus? Mandeln, die nach Barbecue und Salz schmecken. Ganz einfach. Toll. Ohne Geschmacksverstärker, ohne Konservierungsstoffe. Du musst erklären, dass du die so ein bisschen ausreiben musst. Ja, das also sieht das man, ist, das kriegt das man automatisch. Das bröckelt dann automatisch. Dieser Eiweiß ist eingetrocknet und man macht das durch ein Sieb, reibt das dann ab. Und aber auf der Mandel bleibt halt eben dieser Salz. So ein Salzmantel. Genau. So ein Barbecue-Salzmantel. Und das ist total einfach. Also das ist nur mal so ein Snack irgendwie zu machen. Toll. Oder eine Guacamole. Mango. Avocado einfach mit ein bisschen Zwiebel und Pfeffer, Salz, ein bisschen Zitronensaft, damit es nicht braun wird. Einfach durchrühren und mit Tacos kann man Abend machen. Es ist einfach easy. It's very easy. Das klingt toll. Also wir freuen uns sehr, das auszuprobieren. Ja, es würde mich freuen, wenn ihr es ausprobiert. Ja, einfach, meine Lieben, einfach machen. Erstmal das Buch kaufen, ausprobieren und einfach machen, oder? Ja, und wenn es doch nichts wird, probiert es bei euch aus. Das Blöde, was man machen kann, Gäste einladen und dann vorher mal ausprobieren. Und wenn man Gefallen daran gefunden hat, dann kann man auch Gäste und Freunde einladen. Vielleicht lerne ich mit dem Buch eben auch noch kochen. Ja, ich auch. Also wir werden berichten. Genau. Dann werde ich die nächste Stufe einschalten und sagen, jetzt kommt Modern Cooking 2. More difficult. Genau, und das nächste Video für unsere Fans und Followers machen wir Modern Cooking Book 2 bei euch zu Hause. Genau. Okay. Ich mache die Tischdeko, ich bleib dabei. Self-invitation always works. Okay, vielen Dank danke. Für deine Zeit. Danke. Wir freuen uns danke und viel Erfolg. Und das heute war ein sehr, sehr schöner Abend, sehr gelungen. Die Songs waren perfekt, das Essen war perfekt, die Company war perfekt. Also von mir, ihr kriegt 1,0. Super. Also, superbe. Ciao. Ciao. Danke. Viel Spaß damit.